Wir bei Gottes Haus lieben es, zu beten. Und wir lieben es auch, für die Anliegen von anderen zu beten. Für Menschen, die mit uns verbunden sind. In Fürbitte für sie einzutreten und ihre Anliegen vor den Thron Gottes zu bringen. Deshalb bieten wir auf unserer Webseite die Möglichkeit an, dass man uns Gebetsanliegen schicken kann. Nöte, Schwierigkeiten, herausfordernde Situationen, für die wir einfach mit einstehen sollen. Vielleicht ist es nur, dass man in irgendeinem Lebensbereich Weisheit braucht oder Klarheit. Vielleicht ist es auch etwas, was wirklich lebensbedrängend ist, wo du einfach Gottes übernatürliches Eingreifen brauchst. Nun haben wir vom Herrn einen Tag des Gebetes aufs Herz gelegt bekommen. Und zwar den 23. März 2012. Wir wissen gar nicht, was mit dem Tag eigentlich ist, aber wir haben den Eindruck, dass wir diesen besonderen Tag zu einem Tag des Gebetes ausrufen sollen und den Tag blockieren sollen. Keine Termine, keine Verpflichtung. Wir werden den Tag frei halten von allem und ihn zu einem Tag des Gebetes für die Anliegen der Menschen machen, die mit uns über Gottes Haus verbunden sind, also für deine Anliegen. Ich lade dich ganz herzlich ein, dass du uns dein Anliegen schickst per E-Mail, per Brief oder per Formular auf unserer Webseite, dass du uns einfach die Dinge, die dich bewegen oder bedrücken, einfach mitteilst, damit wir gemeinsam mit dir glauben können, damit wir gemeinsam mit dir beten können und einfach erleben, dass der Herr einen gewaltigen Durchbruch für dich schafft. Wir werden natürlich im Vorfeld schon beten für die Anliegen, die uns zugeschickt werden, aber insbesondere diesen 23. März möchten wir zu einem Tag machen, der wirklich diesem Gebet gewidmet ist. Und dich einladen, dass du auch an diesem Tag in besonderer Weise für die Dinge betest, die du uns mitteilst. Schick uns dein Anliegen und wir werden wirklich sie vor Gott bringen, in den himmlischen Thronsaal hineingehen, sie vor ihm hinlegen und sagen, Herr, hier sind die Anliegen. Wir bitten dich, dass du eingreifst und einfach übernatürliche Segnung schenkst. Dass diese Barrieren, diese Trennung, all das, was dich davon abhält, den Segen Gottes wirklich zu empfangen, dass das weggenommen wird, pulverisiert wird und der Segen frei ist. Wir möchten einen genialen Bibelvers über diesen Tag ausrufen. Und der heißt: Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das sagt Jesus. Wenn du und wir übereinkommen und diese Sache vor Gott bringen, dann wird sie von Gott erhört werden. Das ist die Verheißung, die Jesus uns dir gibt. Das ist genial. Wir wollen deinen Glauben und unseren Glauben, dein Gebet und unser Gebet zusammenknüpfen und erwarten, dass Großes in deinem Leben geschieht. Wir erwarten, dass du in das hineinkommst, was Gott mehr für dich hat. Dass der Weg frei ist, dass du hineingehen kannst in diese größeren Segnungen, die er für dich vorbereitet hat. Wir glauben, dass an diesem Tag etwas freigesetzt wird und du mehr von Gott empfangen kannst. Sei dabei, 23. März 2012.